Nein, überhaupt nie. Nie. Nee, also ich muss da sagen, ich bin auch relativ vorsichtig. Nie. Nein, nein, sowas mache ich einfach nicht. Nee, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen vorbelastet. Ich stelle da nichts an und geh zum Duschen oder sonst was. Das macht man einfach nicht. Was vielen unvorstellbar erscheint, kommt im realen Alltag leider allzu häufig vor. Ein Küchenbrand. Die Zahlen des Instituts für Schadenverhütung und Schadenforschung sind dafür eindeutiger Beleg. 39% aller Wohnungsbrände haben ihren Ursprung in der Küche. Die Hälfte der Küchenbrände entsteht wiederum am Herd. Bemerkenswert ist, dass nahezu alle Herdbrände durch menschliches Fehlverhalten verursacht werden. Das klassische Beispiel: Der Herd wird eingeschaltet, ein Topf wird draufgestellt, an der Tür ist jemand, Telefon klingelt, die Kinder rufen. Man geht kurz raus und vergisst ganz schnell, dass man etwas auf dem Herd hat stehen lassen. Und dann können sehr schnell große Brände entstehen. Was mir mal passiert ist in meiner alten Wohnung, ich habe mein Herd angelassen und es waren Kartoffeln drin. Weil ich mir so dachte, so, es riecht irgendwie so ein bisschen komisch, und weil ich auch im Kopf hatte, dass ich es nicht ausgemacht hatte. Ich war beim Einkaufen und dann war meine ganze Bude voll Qualm. Und auf einmal ist der Rauch da aufgestiegen. Ich denke, das gibt's doch gar nicht, da ist keiner da im Moment, und ist raufgegangen und da hatte jemand die Herdplatte nicht ausgemacht. Die Statistik zeigt allerdings noch mehr. Jeder dritte Herdbrand entsteht durch vergessenes Kochgut. Aber 2 von 3 Herdbränden entstehen durch eine versehentlich eingeschaltete Herdplatte. Ein Feuer kann in diesem Fall aber nur entstehen, wenn brennbare Gegenstände auf dem Herd abgestellt werden. Ein Kochlöffel ist mir mal angeschmort. Also die hat sowas schon abgestellt. Holzbretter, Plastikschüsseln, alles Mögliche. Das ist mir schon relativ vorsichtig, aber es passiert halt doch einmal. Die falsche Platte angemacht und dann ist das Brett ein bisschen angekokelt. Der ist halt eben richtig geschmolzen, weil er nicht richtig da drauf, also weil er am Herd lag und der Herd an war. Hat Katzenfutter abgestellt auf dem Herd und angeschaltet aus Versehen, und dabei sind die Dosen dann explodiert. Man hat es halt hinterher gesehen, dass es angesenkt war, verkohlt war und. Ne? Schlimm wird es dann, wenn aus Bequemlichkeit die Herdplatte, weil sie schön eben ist oder weil die Küche relativ klein ist, als Ablagefläche missbraucht wird. Den typischen Küchenbrand gibt es nicht, aber wir beobachten häufig, dass auf der Herdplatte Gegenstände vergessen werden. Das Feuer breitet sich rasant aus, entzündet auch die umgebenden Küchenmöbel und es kommt dann in der Folge zum vollständigen Brand der Kücheneinrichtung. Zunächst einmal gilt es, Ruhe bewahren. Bringen Sie sich auf keinen Fall selbst in Gefahr. In der weiteren Folge kommt es dann zur Mitentzündung der umgebenden Einrichtung. In der Regel ist das zunächst mal die Dunstabzugshaube. Wenn Sie merken, dass Sie die Küche oder das Feuer mit eigenen Mitteln nicht mehr löschen können, verlassen Sie die Küche und schließen Sie die Küchentür. Anschließend rufen Sie umgehend die Feuerwehr über den Notruf 112 und verlassen die Wohnung. Die Kollegen von der Leitstelle nehmen ihren Notruf entgegen. Sie fragen nach dem Einsatzgrund und der Einsatzadresse, alarmieren anschließend die zuständige Feuerwache, und die Kollegen von der Feuerwache rücken dann innerhalb eines Zeitraums von 30 bis 60 Sekunden zu ihnen aus. Wenn Sie die Wohnungstür hinter sich geschlossen haben, lassen Sie den Schlüssel von außen in der Wohnungstür stecken, damit die Feuerwehr anschließend einen schnellen Zutritt zu Ihrer Brandwohnung hat. Je nach Einrichtung der Küche kann es zu einer sehr schnellen Brandausbreitung kommen, gegebenenfalls auch auf die ganze Wohnung. Die heutigen Baustoffe mit hohen Anteilen an Kunststoff führen dazu, dass Brandausbreitung gefördert wird. Insbesondere aber auch, dass sehr viel Brandrauch produziert wird, der sehr schnell zu einer kompletten Verrauchung der Wohnung und der Rettungswege führt. Das Schließen der Wohnungstür ist deshalb so wichtig, weil ansonsten der Brandrauch aus der Wohnung sehr schnell in den Treppenraum gerät. Der Treppenraum ist aber Rettungsweg für alle anderen Bewohner des Gebäudes und gleichzeitig Angriffsweg für die Feuerwehr. Wenn dieser Weg blockiert wird, führt das zu einer verzögerten Rettung und eben auch Brandbekämpfung. Auch sowas, wo man so gar nicht denkt, dass es eigentlich so schlimm sein würde, wenn man den Pusser kurz abschält, aber das sieht richtig schlimm aus. Ja, Wahnsinn. Das ist in der Tat sehr unheimlich.
Puh, das geht aber schon wahnsinnig schnell. Pff. Heftig, absolut heftig. Das Wichtigste ist, Sachschaden lässt sich ersetzen. Aber die Gefahr für Bewohner bei Küchenbränden ist sehr, sehr hoch. Und deswegen können wir nur dazu raten, den Herd zu Hause nicht als Ablagefläche zu benutzen.